Bursche hat ein Herz so groß wie das eines Elefanten. Und der kann brüllen wie ein Löwe. Jedes Jahr, wenn die Sommerferien anfangen, feuern sie ihre Bücher in die Ecke und schreien nichts wie raus. Sie lieben schöne Hügel und lassen sich braten, bis sie dampfen. Ich bin der Programmleiter, Jerry Aldini. Ist das ein BH, den du anhast, oder erwartest du Raketenbeschuss? Weißt du, mein Arzt sagt, dass ich einen urgewaltigen Trieb habe. Da hilft Dame mich mit Honig und Zitronenbonbons. Seine Manieren sind vorbildlich und nie würde er sich einfallen lassen, einer jungen Dame zu nahe zu treten. Jetzt beißt sich die Schlange, Kleopatra. Dürfte ich wissen, was hier vor sich geht? Und dieses Jahr wird jeder Camper seinen eigenen Bären mit Lanze und Bogen erledigen. Man muss den Kleinen ja ihren Spaß können, nicht wahr? Hier haben wir die Campvorschriften. Mickey Mouse will, dass ihr die alle auswendig lernt. Ich tue sie hier rein, damit sie ja nicht wegkommen. Ja, was macht das Knie? Ist okay. Jetzt noch, aber wenn du nicht gewinnst, schneiden wir das Bein ab. Aber noch viel wichtiger als das Korbwerfen bei diesem Spiel ist, dass wir heute Abend bei der Fete gut abschneiden, Kinder. Nimm mich, oh Gewaltige, lass mich dein sein. Das große Herzrasen, Nervenflattern, Knieschlottern beginnt, wenn der olympische Geist Einzug in den Wäldern hält und die Essgewohnheiten sich dramatisch verändern. Sportliche Fairness. Los! Gelungene Tricks, saubere Attacken und der zauberhafte Anblick rassig eleganter Bewegungsabläufe. Es ist vollkommen egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Der wirklich aufregende Programmteil kommt Ende des Sommers. Das nennen wir die sexuelle Bewusstwerdungswoche. Wir importieren 200 Prostituierte aus der ganzen Welt. Und jeder Camper, nur ausgerüstet mit einer Thermosflasche Kaffee und 200 Dollar Bargeld, versucht so viele Damen wie möglich zu beglücken. Den Gewinner machen wir dann zum König der sexuellen Bewusstwerdungswoche. Ein verrückter Sommer mit 1000 verrückten Leuten in einem total verrückten Film. Yeah.